Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ich habe sie endlich wiedergefunden, nach 100 Kämpfen gefühlt. Sprungattacke erhalten. Cool. So, ich habe nachgeguckt, sicherheitshalber auch. Und ich habe auch erfahren, ich darf auch den Speicherpunkt nicht benutzen, weil das ist eine Trap. Dann beklaut sie mich wieder und haut nur ab. So, jetzt nochmal richtig, weil es so schön ist, noch zum dritten Mal. Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Hep. Na, du Hirni, wie wär's? Wollen wir nochmal? Kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe. Kämpfe, habe ich gesagt. Ich will aber nicht. Komm schon, was ist los? Du hast ganz schön Angst vor mir, was? Wie versteinert. Genau wie ich gedacht habe. Was erwartest du anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr euch stark genug fühlt, tragen wir noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Warte einen Moment. Was ist? Willst du noch was? Willst du noch was von mir? Also, was ist das? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme? Stimmt. Hehe, hab ich's mir doch gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit. So, ich darf jetzt nicht nach ihrem Namen fragen. Das ist das Einzige, was ich beim ersten Mal falsch gemacht hatte. Einfach so verarscht, so nach dem Motto, beeilen wir uns. Ich hatte noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Ich bin Yuffie. Freut mich. Hehe, genau wie ich es plante. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, warte. Warte auf mich. Ich gebe dir das Geld zurück, das ich dir gestohlen habe. Oh, ich krieg's doch zurück. Braves Mädchen. Zumindest das, was, davon übrig ist. Aha, okay. Wie viel bekomme ich dann jetzt? Wie viel ist übrig? Blöde Troller. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel ich bekommen habe. Das ist jetzt ein bisschen so, weiß ich nicht. So, nochmal würde ich gucken, ob du auch wirklich dabei bist. Ja, ist sie brav. So, diesen Erfolg speichern wir. So, und wir sorgen direkt noch für einen weiteren Erfolg, denn mein Freund hat mir gesagt, dass ich was vergessen habe. Ich meine, es ist jetzt nicht vielleicht überlebensnotwendig, um das Spiel durchzukriegen, aber dennoch, genau, ich muss nochmal nämlich in die Höhle zurück, weil ich da doch was übersehen habe. Weil ich halt nicht mit dem Finger überm Kopf gespielt habe, habe ich etwas dementsprechend nicht erkannt, gesehen, wie auch immer. Und das ist halt blöd. Weil, wenn ich jetzt hier den Finger so eingeschaltet habe, dann sehe ich ja wirklich überall, wo ich hin kann. Und das war halt dann das Ding. Ich meine, wie gesagt, ist nicht unbedingt nötig, wenn man ein gutes Auge hat. Und eigentlich sehe ich ja auch so schon ziemlich viel, aber das halt leider nicht, denn hier... Hier kann man halt hoch. Das ist nicht unwichtig, denn hier liegt eine mit Materia. Fernangriff. Ist auf jeden Fall ja nicht schlecht dementsprechend, nee. So. Mach ich das mal wieder weg. Und, ich könnte hier sonst in der Höhle rein theoretisch noch ein bisschen kämpfen. Mit Yuffie und auch Tifa natürlich und Red. Weil die sind natürlich noch so relativ gar nicht gelevelt, außer Tifa, die hat natürlich ein bisschen was. Aber ansonsten. Oder ich mache erstmal an sich halt weiter. Aber egal, ich guck mal die Materie erstmal an. Barret, das ist doch eher was für dich, oder?
Warte mal, du hast Hitze und die Beschwörung, Analyse und Raub. Raub ist auch nicht verkehrt, weil man dann mehr Geschick hat. Analyse war bei dir irgendwie so gut wie nie da gefühlt. Habe ich ja eher mit Cloud immer gemacht. Fernangriff. Fernangriff, unveränderte Angriffskraft aus der hinteren Reihe. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Deswegen, klar, das gebe ich dir mal. Gut, dann gehe ich hier erstmal raus. Ich kann ja sonst nochmal in die Höhle auch zum Leveln sonst zurückkehren zur Not. Aber dann gehe ich jetzt erstmal weiter. Ich will auch nicht ewig hier im... Ey. Danke. Im Anfangsgebiet rumdackeln, sag ich mal. Ich will ja hier vorankommen. Genau deswegen hasse ich auch Leveln unter anderem. Ich will doch einfach nur... vorankommen. Ich will doch einfach nur, dass alles gut wird. So, jetzt aber. Hi. Wir haben schon eine lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft, wissen wir doch. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet, weiß ich. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns unterstützen. Wir helfen euch. Wirklich? Dann geht nach oben. Man wird euch die Einzelheiten erklären. Okay, thank you. Dumm die dumm. An diesen Ort erinnere ich mich auf jeden Fall so ein bisschen auch. Aus dem Let's Play. Ich glaube, das war nicht leicht. Auf jeden Fall habe ich hier viele Orte, wo ich dann halt hoch und runter kann. Wo geht's denn hier lang, wenn ich hier runtergehe? Ah, ein Speicherpunkt und ich kann hier sogar schlafen. Das ist ja nett. Anscheinend zumindest. Kann ich umsonst hier schlafen? Ist das so nett? Oder ich kann hier doch nicht schlafen. Es sind nur halt viele Betten da, aber dazu muss ich mit dem Opa wahrscheinlich reden. Umsonst darf ich natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Aber speichern kann ich wenigstens. Und das ist ja auch schon mal besser als nichts. So, Opa, was geht? Was? Nochmal. Das ist was. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand bis hierher schafft. War jetzt nicht so schwer. Nur Jaffi zu kriegen war schwer. Deine Augen sind anders. Wie dem auch sei, nicht mehr lang, dann tobt hier eine Schlacht gegen Shinra. Da kannst du einen drauf wetten. Die Bierrunde geht auf mich. Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr reingezogen werdet. Shinra, was wollen denn diese Idioten hier? Was meinst du mit Schlachtfeld? Ihr scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hier hinaufgeklettert. Hört mir doch einfach mal zu, was ich zu sagen habe. Ja, dann kommen wir mal zum Punkt. Leg los. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? Hä? Ist da was? Ein großer Vogel. Der Reaktor und ein Kondor. Genau. Auf dem Berg ist ein Kondor und ein Reaktor. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß. Aber warum wollen sie ihn mit Gewalt loswerden? Warum? Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Oh, geil. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Stellt euch die Scheiße mal vor. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus, was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor vor Schaden schützen. Neues Leben. Ich mach's. Ich schütze ihn vor Shinra. Wir müssen das Kondor-Ei beschützen. Klar. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen. Deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen.
meine Stimme. Als unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Geld gibt's nicht, habe ich zu wenig. Ich habe nur 13.000 oder so. Ich kämpfe lieber. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Was gibt's da zu überlegen? Wir müssen es tun. Cloud, warum machst du dir darüber immer noch Gedanken? Ist doch cool. In Ordnung. Hey, wir helfen euch. Ja, genau. Tun wir unser Bestes. Okay. Und wie? Hallihallo, was gibt's denn hier Schönes? Hast du einen Laden? Bleib dran. Kaufen. Kleine Tränke habe ich noch genügend von, da brauche ich jetzt nicht so viele. Die sollten auch erstmal reichen. Ich sterbe einfach nicht. Davon sollte ich vielleicht noch ein paar holen. Davon auch noch ein paar. Und mehr hast du auch nicht. Okay. Und was verkaufst du mir Schönes? Hallo, wir müssen nur durchhalten. Gewitter in Neuss. Aber Gewitter ist ja das gleiche wie Blitz, gell? Also diese Materie, die mir hier verkaufen, die habe ich alle sogar schon. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die wirklich alle doppelt brauche und dreifach. Kommt halt auch immer drauf an, wen ich dabei habe. Deswegen, da kann ich die Materie ja einfach austauschen, die ich gerade nicht brauche. Deswegen, doppelt und dreifach zu kaufen, ist jetzt erstmal so an sich nicht nötig. Wenn wir jetzt die holen, die ich dann halt wirklich noch gar nicht habe oder zu wenig habe, wirklich, wovon ich vielleicht nur eins habe und mehrere haben will. Aber ansonsten jetzt so sehe ich da keinen Bedarf. Schön, wie das ja auch steht, aber getrennt. Item. So, wo geht's hier hin? Kann ich hier kämpfen? Aber das, was ich gerade in Erinnerung habe, das war, glaube ich, nicht mal hier. Oder? Oder war das doch jetzt hier? Was kommt jetzt hier? Ah, es ist doch hier, okay. Ich hätte gedacht, es kommt an einer anderen Stelle im Spiel, aber okay. Durch die Tür darf ich anscheinend nicht. Echt nicht? Doch, darf ich. Oder war das... Ist das hierfür? Hallo? 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 Hä? Wieso ist hier ein Pfeil, wenn ich hier nichts machen darf? Hallo? Ich darf nicht. Verarschung. Hi. Ui, der ist aber wirklich mächtig groß, der Vogel. Und ein Riesenei. Ach, da konnte ich ihn mir nur angucken. Ja, ich möchte... Hallo. Danke. Bitte. Lass mich unsere Strategie erläutern. Der Feind wird den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen Fallen auf und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Tja, das ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Garantiert Yuffies Schuld. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Und um 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Alter, ihr macht mich ja dann arm, wenn ich das mache. Da steht ja nicht brauchen erstmal, sondern bruachen. Aber das macht's nicht besser. Wir bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet. Ja, das war mir klar. Um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Nee. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Vergiss es! Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anheuern und den Angriff von Shinra abwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt, aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. Ich kann es auch einfach gar nicht machen, dann passiert auch nichts. Die greifen nur an, wenn ich das ja mache. So, gibt's irgendwelche Fragen? Voraussetzungen für den Sieg. Ihr gewinnt, wenn ihr den Feind vernichtet oder den feindlichen Befehlshaber tötet. Woran erkenne ich den denn? Wenn der Feind die Hütte erreicht, wird er angreifen. Und ihr habt keine andere Wahl, als sofort gegen ihn zu kämpfen. Auch wenn ihr mal verliert und der Feind den Reaktor erreicht, gibt es eine Chance, die Lage zu retten. Aber diese Chance ist klein und wir wissen nicht, wie viel der Reaktor aushält.
Wenn du dem Angriff nicht standhältst, wird Shinra uns und den Kondor töten. Und die Materie am Reaktor mitnehmen. Welche Materie ist das denn? Ich bin ja schon neugierig, ne? Aber so eine Scheiße, so einen hohen Preis, weiß ich nicht. Da bin ich ja dann doch eigentlich zu geizig für. Der Feind. Es gibt 4 Arten von Feinden. Drachen quasi? Weil Wyvern sind ja Drachen. Erzähl mal was über den Befehlshaber. Wie kann ich den erkennen? Befehlshaber sind die feindlichen Kommandeure. Sie sind unser Hauptziel, aber es sind mächtige Gegner. Geil, wie die aussehen, wird mir nicht verraten. Danke. Barbaren. Barbaren sind menschlich. Sie greifen indirekt an. Hier ist Vorsicht geboten. Wow. Ungeheuer sind Biester, die sich nicht so schnell bewegen, aber über eine explosive Angriffsstärke verfügen. Wyverns können fliegen und sich sehr schnell bewegen. Steinschleudern und Tristoner sind nicht sehr effektiv gegen sie. Okay. Soldaten, die angeheuert werden können. Deine beweglichen Einheiten sind Kämpfer, Angreifer, Verteidiger, Schützen, Mechaniker und Arbeiter. Kämpfer und Angreifer klingt relativ gleich. Und was soll mir normale Arbeiter helfen? Deine unbeweglichen Einheiten sind Steinschleudern, Tristoner, Katapulte und Feuerkatapulte. Feuerkatapulte klingt gut. Bewegliche Arten. Kämpfer sind gut im Angriff. Nein, wirklich. Und in der Verteidigung. Sind aber nicht besonders effektiv im Kampf. Ist Angriff nicht gleich Verteidigung? Junge, verwirr mich nicht so. Angreifer bewegen sich sehr schnell und eignen sich am besten, um die Front auszubauen. Sie sind effektiv gegen Ungeheuer, aber nicht gegen Barbaren. Hab ich jetzt schon die Hälfte vergessen. Verteidiger. Verteidiger sind sehr ausdauernd, bewegen sich aber langsam. Sie eignen sich am besten für die Verteidigung. Verteidiger... Ja, seriously. No shit, Sherlock. Verteidiger sind sehr effektiv gegen Barbaren, aber nicht gegen... Wyverns. Also von den Wyverns hast du mir noch gar nichts erzählt. Ich denke mal, du meinst die Wyverns. Alter, diese Übersetzung hier. Schützen. Schützen greifen indirekt an, haben aber nur wenig Ausdauer. Schützen sind sehr effektiv gegen Wyverns schon wieder, aber nicht gegen Ungeheuer. Mechaniker. Mechaniker reparieren verbündete Flugeinheiten, haben aber wenig Angriffsstärke, das ist mir klar. Muss ich dann wahrscheinlich verteidigen mit. Arbeiter bedienen Torpedos. Torpedos, haben eine große Kraft, die Arbeiter hingegen nicht. Sie explodieren, wenn der Feind sie berührt. Die Explosion beschädigt alles rundherum. Na super. Themenwechsel. Anderes. Finanzielles. Wir haben jetzt 15.000 Gil. Wir benötigen 3.000 Gil pro Schlacht. Im Moment bitte nicht. Weitere Informationen. Wir müssen zuerst die Truppen aufstellen. Setz den Cursor auf eine Stelle, an der sich kein X befindet und drücke A, um die Aufstellung vorzunehmen. Wenn alle Positionen besetzt sind, nimm die Auswahl vor, indem du B drückst. Die Schlacht beginnt. Anfangs können Soldaten nur in Nähe der Hütte aufgestellt werden. Wenn sie weiter weg sind, befolgen sie keine Anweisungen. Soldaten können nur auf der horizontalen Linie am unteren Abschnitt aufgestellt werden. Soldaten erstatten Bericht, wenn A gedrückt wird. Okay. Der Cursor bewegt sich zu dem Soldaten, der Bericht erstattet. Drücke B und du hörst den Bericht im Pausemodus. Und du kannst wetten, dass Shinra ständig Einheiten gegen dich entsendet. Es wäre großartig, wenn ihr Zeit hättet, uns zu helfen. Aber wenn ihr wirklich keine Zeit habt, würdet ihr uns dann finanziell unterstützen? Ja, ganz gering, aber auch nur wirklich du. Komm, ich spende dir mal was. Hier, 500 Gil. Danke, das macht 15.500 Gil. So, ich hoffe, du bist happy. Mehr gebe ich dir jetzt nicht. Genug. Dann, da kommen welche, bitte. Wir sind für jede Hilfe dankbar. Ich will jetzt nicht. Habe ich doch schon eben Gil beigesteuert. Soll ich das nochmal machen?
Nee. Ich will eigentlich nicht. Erstmal sage ich nein, ihn überlassen. Ich verstehe, na gut, vielleicht kämpfen wir irgendwann mal wieder zusammen. Ja, irgendwann vielleicht mal. Aber das ist schwer. Ich weiß noch, Pandoria hat es in ihrem Let's Play nicht geschafft. Also wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, ich habe auch schon mal gehört, was man da bekommt. Und ich glaube, das hatte sie dabei. Deswegen, vielleicht hat sie es dann Offplay gemacht. Aber im Let's Play könnte ich mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Ich will nicht nach oben, ich will nach unten nochmal. Ich speichere jetzt hier unten nochmal. Und sonst versuche ich das mal. Jetzt, wo ich alle Infos habe. Oh. Legen wir uns hin, okay? Ja, schlafen wir eine Runde, klar. Ich darf doch umsonst. Yay! Das ist schön. Oh Mann, so ein Stress hier. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, war es das erstmal für diesen Part und auch erstmal für die Aufnahmesession heute. Ich bin ein bisschen durch. Das mit Yuffie hat mich den letzten Nerv gekostet und auch das jetzt hier, ich weiß nicht. Es ist wirklich schwierig. Ich weiß, dass es noch schwierig, also dass es schwierig ist und vor allem, was man sich da alles anscheinend merken muss, ist vielleicht für manche nicht so viel. Für mich ist es relativ viel. Deswegen mache ich das erstmal nicht, sonst lasse ich das vielleicht bei meinem Freund machen, dass ihr das mal seht oder sowas. Ich meine, wie viel Gil haben wir jetzt gerade auch? Level 3000. Ich meine, okay, 3000 könnte ich mir an sich natürlich leisten. Aber ich will eigentlich nicht. Ich werde es garantiert irgendwie mal versuchen, aber nicht unbedingt jetzt. Naja, ich schaue auch nochmal, welche Materia wir da sonst bekommen würden. Wie gesagt, es ist ja diese schöne Spielelogik, wenn ich da nichts mache, dann greifen die auch gar nicht erst an. Deswegen, da passiert ja eigentlich nichts. Aber ich habe jetzt schon gesagt an sich, ich helfe. 500 Gil ist jetzt nicht viel, was ich denen gegeben habe, klar. Das war eher so fast schon Verarschung, ich weiß. Aber wie gesagt, dieses Minispiel ist nicht unbedingt meins. Es sah schon vom Let's Play her, wie gesagt, damals nicht ansprechend aus. Und ich dachte nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte da nicht wirklich durchgeblickt. Und naja, wie gesagt, wir schauen einfach mal. Jetzt ist auf jeden Fall dieser Part hier rum, definitiv. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin einfach nur erleichtert, dass ich Yuffie habe und dass ich hier schon mal das jetzt soweit erstmal geklärt habe, dass ich mit denen allen geredet habe, dass ich wieder ein Stückchen vorangekommen bin. Aber an sich ist gerade echt so, wäh. Da denke ich schon wieder so, will ich das wirklich komplett Let's Playen? Ich weiß es nicht. Vielleicht lade ich auch erstmal die Parts hoch, die ich habe und spiele das irgendwann nur weiter, wenn das Remake auch weiter ist und mache dann erstmal das Remake oder so. Ich habe keinen Plan. Aber das mit Yuffie hat mich heute auf jeden Fall sowieso demotiviert, deswegen. Da weiß ich gerade nicht genau, wie ich das jetzt handle und so weiter und so fort. Naja, egal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Ciao, ciao.